Ja. Das war enttäuschend. Ich habe mir heute für 1 Stunde und 50 Minuten die WWDC angeguckt und mich durch übertrieben viele Sachen durchgequält in der Hoffnung, dass irgendwann MacBooks angekündigt werden, aber nein. Und das Schlimme daran ist, dass ich die Hoffnung bis zuletzt nicht aufgegeben habe. Bei 1 Stunde und 50 sagt Tim Cook. We took giant steps forward with all of our software platforms. Und ich so. So, let's come to the hardware. Und der Stream geht vorbei. Das hat wehgetan. Obwohl meine Träume jetzt nicht wahr geworden sind, gab es bei der WWDC trotzdem ein paar echt coole Ankündigungen. Und um euch nicht durch den ganzen Kram zu quälen, durch den ich mich gequält habe, habe ich für euch einfach mal die 5 Features aufgelistet, die für mich bei der WWDC auf jeden Fall am interessantesten waren. Denn FaceTime hat quasi eine Komplettüberarbeitung bekommen. Es ist jetzt zum Beispiel so, dass man verschiedene Views hat, um alle, die im Call sind, besser sehen zu können. Und FaceTime wurde um Features erweitert, die man sonst halt von Discord, Microsoft Teams oder sonst was kennt. Man kann jetzt Leute per Link zu FaceTime-Calls einladen, man kann FaceTime-Calls planen. Und ähnlich wie bei Discord, wo man ja seinen Bildschirm an seine Freunde streamen kann, kann man jetzt bei FaceTime zusammen Serien gucken oder Musik hören, wenn man das denn möchte. Außerdem hat Apple ein bisschen außerhalb vom Gefängnis geschaut, denn du kannst jetzt auch Nicht-Apple-User zu FaceTime-Calls einladen und die können dann über den Browser teilnehmen und so ganz einfach an den Calls teilnehmen, wie das bei Microsoft Teams oder so halt auch ist. Also insgesamt ist FaceTime einfach zu einem echt guten Call-Tool geworden im Vergleich zu dem, ey, lass mal telefonieren, aber ich will dich sehen, was es vorher war. Aber weiter, kommen wir zu AirPods. Ich bin seit über einem Jahr super glücklich mit meinen AirPods Pro und öfter habe ich schon gesagt, der Transparenzmodus ist so gut, dass ich manchmal mit Transparenzmodus besser höre als ohne. Das heißt nicht, dass ich irgendeine Hörschwäche habe, aber der Transparenzmodus verstärkt halt einige Sachen, die sonst einfach nicht verstärkt wären. Jetzt ist es so, dass Apple das eine Stufe weitergezogen hat und die AirPods sozusagen als eine Art Hörgerät benutzt, mit dem man draußen jetzt jemanden stark verstärken kann, der einen anspricht. In der Keynote wurde sogar mit jemandem geworben, der eine Art Hörproblem hat und deswegen nicht so gut hören kann. Und gleichzeitig, während man jetzt die Stimme von der Person verstärkt, kann man das Noise Cancelling nutzen, um Umgebungsgeräusche nochmal leiser zu machen. Also jetzt ist es wirklich wie eine Art Hörgerät. Außerdem kann man im Apple Music jetzt mit den AirPods Dolby Atmos Sound genießen. Auch cool. Weiter zum iPad. Das iPadOS Update war wahrscheinlich das langweiligste, was wir je hatten. Das Spannendste ist eigentlich, dass man über das ganze Betriebssystem jetzt nicht digitalen Text, also Fotos von handschriftlichem Text oder ähnlichem, markieren, kopieren und nachschlagen kann, wie man möchte, so wie man das von der Google Lens kennt. Weiterhin hat das iPad halt die Features vom iPhone bekommen, also die Widgets und die App Library, aber das war zu erwarten. Eine coole Sache ist allerdings, ich habe immer gesagt, das iPad kann mit einem Notebook einfach nicht mithalten, weil du maximal 2 nicht optimal große Fenster nebeneinander haben kannst. Das kannst du immer noch nicht, aber Apple hat das Multitasking auf dem iPad ein bisschen verbessert. Denn neben den Fenstern, die man jetzt in Split View offen hat, kann man zum Beispiel, wenn man das iPad in 2 Apps geteilt hat, eine App durch irgendeine andere austauschen, anstatt halt eine neue Split View komplett anzulegen und einzelne Tabs und Split Views unten in so eine Art Zwischenspeicher lagern und die dann später wieder nutzen. Also ich finde, das macht Multitasking auf dem iPad schon mal um einiges besser. Weg von iPad und iPhone kommen wir zu meiner Lieblingsplattform, kommen wir zum macOS. Die nächste macOS-Version heißt Monterey und bringt einige coole Features mit sich. Der Mac bekommt vieles, was man vom iPhone oder iPad schon kennt. Der Mac kann jetzt als Gerät für AirPlay benutzt werden, ob man Musik oder Video streamen will. Aber eine richtig coole Sache nennt sich Universal Control. Denn die Continuity, also das Beginnen einer Tätigkeit auf einem Gerät und Weitermachen auf einem anderen Apple-Gerät, ist einer der Hauptgründe, warum ich das Apple-Ökosystem so liebe. Jetzt ist das Ganze aber auf der nächsten Stufe, da man kann jetzt beispielsweise die Maus und Tastatur vom MacBook einfach gleichzeitig für das iPad nutzen. Also wenn du deine Maus einfach dahin bewegst, wo sich das iPad befindet, dann wird deine Maus zu der Maus auf dem iPad. Und genauso kannst du, wie man das von Logitech Flow zum Beispiel kennt, Dateien auf deine anderen Geräte ziehen oder halt irgendwas drauf machen. Und das zeigt auch nochmal, dass das iPad den Mac nie ersetzen wird, sondern eher als nützliches Tool neben dem Mac existieren soll.
Und als letzte Kleinigkeit, die ich persönlich sehr cool finde, Safari hat ein kleines Redesign bekommen, was ich finde, was sehr viel Value dazu gibt. Denn beispielsweise die obere Leiste von Safari, die kommt mir persönlich immer so vor wie so eine Notch. So ein Ding, das da oben einfach ist und immer gleich aussieht und sich nicht anpasst. Das hat sich jetzt geändert, denn die Notch von Safari, die passt sich jetzt der Website an, in der Farbgebung, und gleichzeitig hat man nicht mehr die klassischen Tabs, die oben einfach alle aufgereiht sind und du bist halt in einem von denen drinne, sondern der Tab, in dem du gerade drinne bist, ist gleichzeitig die URL-Leiste, die dann einfach fokussiert wird, wenn du in diesem Tab bist. Also ich finde, das gibt Safari einen sehr viel aufgeräumteren Look, und ich finde auch cool, dass viele von diesen Änderungen mit auf das iPhone runtergekommen sind. Ja, und das waren auch schon für mich die fünf coolsten Sachen von der WWDC. Ich habe jetzt über mehr als fünf einzelne Features geredet, aber die fünf Kernpunkte, über die ich geredet habe, waren halt die, die ich am interessantesten fand. Sagt mir doch gerne, falls ihr euch durch die WWDC gequält habt, was findet ihr am interessantesten oder welchen von den Punkten, den ich jetzt angesprochen habe, findet ihr am, ich sag mal, revolutionärsten für das Apple-Ökosystem? Mir persönlich sind die Features eigentlich alle egal. Ich denke nur an diese Macs, die nicht vorgestellt wurden. Ja. Mann. Abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.